Schauen wir uns die Lage genauer an. An Schulen und Kitas zum Beispiel gibt es vermehrt Corona-Ausbrüche im Vergleich zum Herbst vergangenen Jahres. Das ergeben die neuesten Erhebungen des RKI auch. Und das RKI muss sich jedoch für andere Zahlen rechtfertigen. Und da kommen wir wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Das ist nämlich genau der Punkt. Denn auf einmal soll die Zahl der vollständig Geimpften in Deutschland doch viel höher sein als bisher angegeben. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum die Behörde nicht früher darauf gekommen ist. Mehr von Sandra Sattmann. Viele Kinder sind im Lockdown seelisch erkrankt. 9 Monate musste ein Kind in Europa durchschnittlich zu Hause bleiben. Besorgniserregend die neuesten Zahlen des Kinderhilfswerks Save the Children. Schulschließungen und Einschränkungen haben demnach bei 83% der Kinder weltweit zu Depressionen, Angst, Einsamkeit und Selbstgefährdung geführt. Körperliche Schädigungen wie Übergewicht gar nicht betrachtet. Der Vorwurf, das Wohl der Kinder hätte deutlich stärker in den Fokus rücken müssen. Erneute Isolation von Millionen Kindern scheint zum Glück vom Tisch. Denn zur Überraschung aller hat der Gesundheitsminister gestern die Trendwende verkündet. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass bis zu 5% Bürgerinnen und Bürger mehr geimpft sind, als bisher in den Meldedaten sich ablesen lässt. Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter. Aus heutiger Sicht sind bei dieser Impfquote keine weiteren Beschränkungen notwendig. Die Politik räumt jetzt ein. Deutschland ist in Sachen Impfung schon viel weiter als gedacht. Befragungen des RKI ergeben, bis zu 84% haben bereits die erste Impfung, mehr als 80% bereits die zweite Impfung erhalten. Vor wenigen Wochen lagen die Zahlen laut RKI bei rund 60%. Erneute Schließungen angesichts Mauer-Impfquote drohten. Doch jetzt aufatmen, auch im Unterricht. In den ersten Bundesländern ist die Maskenpflicht in der Schule weggefallen. Weitere Länder ziehen nach. Noch mehr Normalität, noch schneller. Ein Endpunkt aller Beschränkungen, das fordern die Kassenärzte. Ich hatte ja diesen Freedom Day mit einem Vorlauf von 6 bis 8 Wochen vorgeschlagen. Das wäre natürlich jetzt nicht mehr Ende Oktober, sondern würde schon deutlich in den November reinreichen. Ich glaube, es ist völlig offensichtlich, dass es nicht mehr bis zum Frühjahr dauern wird, bis man sich von vielen Beschränkungen verabschieden sollte, die auch dann nicht mehr wirklich zielführend sind. Doch einige Virologen drücken auf die Bremse. Sei es doch noch unklar, was der Herbst bringt. Viel wird nun vermutlich neu diskutiert, 2G oder 3G. Eins ist sicher, die Zeichen, sie stehen auf Entspannung.